Einen schönen guten Morgen und wie wunderbar, dass dieser Raum so voll ist, weil dieses Thema Sie bewegt. Herzlich willkommen zu den 54. Römerberggesprächen, die eigentlich die 50. Römerberggespräche sind. Ich würde sagen, wir brauchen mal einen ganz großen Applaus, denn es ist 50-jähriges Bestehen der Römerberggespräche. Und dieser Applaus gilt eben auch dem Konsortium, den MacherInnen im Hintergrund, dass es geschafft wurde, einfach kontinuierlich diese Gespräche stattfinden zu lassen, die für unsere Stadtgesellschaft wirklich wichtig sind. Mein Name ist Hadija Runa-Oelker und zusammen mit Alf Menzer begleite ich Sie heute durch einen Tag, der sicher ein intensiver Tag wird, weil es um etwas Wichtiges geht, nämlich unsere Demokratie. Spätestens seit der Landtagswahl in Bayern und Hessen kann man sagen, dass mit der gängigen Vorstellung aufgeräumt werden kann, dass die AfD einem ostdeutschen Sonderbewusstsein zugeschrieben werden könnte oder als Partei der Abgehängten gedeutet werden kann. Die Erfolge rechtsextremer Parteien scheinen europaweit kein Ende zu nehmen, verdrängen selbst die christdemokratischen und konservativen Parteien auch hierzulande. Und insgesamt, ich drücke es sehr plakativ auf, könnte man sagen, scheint der politische Rechtsruck auf dem politischen Parkett beschlossen. Das stellt nicht nur die Parteien vor der kommenden Bundestagswahl nächstes Jahr 2024 vor existenzielle Herausforderungen, sondern auch uns, die Zivilbevölkerung. In den aktuellen Zeiten, so scheint es, ist es für viele Menschen schwer oder es fällt vielen Menschen schwer, den politischen Kompass nicht zu verlieren. Wie sehr bestimmt eigentlich der politische Backlash unser kollektives Bewusstsein als Gesellschaft? Wie sehr regt sich der Protest gegen diese antidemokratischen Entwicklungen? Erinnern wir uns zurück, wie wenig er sich regte, als 1932 in der Weimarer Republik die Nazis 37,2% der Stimmen bekamen, als also über die Hälfte der Deutschen gegen die Republik stimmten. Und jetzt? Wie konnte es so weit kommen? Was haben wir als Gesellschaft nicht aus unserer Geschichte gelernt? Haben wir sie wirklich so gut aufgearbeitet, dass ein nie wieder auch nie wieder kommt? So darf seit dieser Woche das Landesamt für Verfassungsschutz nun auch die hessische AfD als Verdachtsfall beobachten, weil sie Hass und Neid schüre und geeignet sei, den Boden für unfriedliche Verhaltensweisen gegenüber marginalisierten Menschen, insbesondere geflüchteten und muslimisch gelesenen Menschen, zu bereiten, wie es heißt. Auch der in Deutschland geprägte Antisemitismus und ein sozialdarwinistisches Verständnis, das sich gegen behinderte Menschen richtet, sind fester Bestandteil ihrer Logik. Wir stehen gesellschaftlich also vor großen Problemen und das zeigt sich in aktuellen Debatten über Humanität und einer Polarisierung, die keine Gleichzeitigkeit von Antisemitismus und Rassismus zulässt. Es spielt alles rechten Kräften in die Hände, dass Antisemiten vermeintlich immer die anderen sind, obwohl sich Deutschland von seinem strukturellen Antisemitismus nicht befreit hat, wie der Zulauf zur AfD zeigt, aber auch die Ergebnisse der aktuellen, alle zwei Jahre erscheinenden Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, von der wir heute hören werden. Sie trägt den Titel Distanzierte Mitte. Es ist eine Mitte, die in den vergangenen Jahren erst fragil, dann als gefordert galt und sich vermehrt nun antidemokratischen Tendenzen zuwendet. Und warum das so ist, darüber sprechen wir heute. Und darüber, was wir tun können. Unter dem Titel Hört die Signale vom aufhaltbaren Aufstieg der Rechtsextremen. Und die Betonung liegt unter aufhaltbar. Und das tun wir mit Maximilian Steinbeiß über die Frage, wie Antidemokraten mit ihrem Gang durch die Institutionen unsere Demokratie abschaffen könnten. Mit Patrick Barners blicken wir auf die Geschichte des deutschen Nationalismus und seine Wiederkehr unter neoliberalen Vorzeichen. Über eine Normalisierung rechter Positionen und wie Radikalisierung beginnt, sprechen wir mit Hanna Pfeiffer und Andreas Zick. Und nach einer Pause geht es dann mit Nadia Sabura um die Frage medialer Verantwortung mit rechten Kommunikationsstrategien und dahingehend mit Max Czollek um eine Perspektive, die unsere Aufarbeitung der Vergangenheit und Erinnerungskultur in Frage stellt und fragt, wie die AfD in ein deutsches Selbstbild passt. Was ist zu tun?
Darüber wird Michelle Friedmann laut unter dem Titel »Nie wieder ist jetzt – Haltung ohne Wenn und Aber« nachdenken. Bevor wir zum Abschluss mit Stephen an Palagan darauf schauen, welche Strategien es gibt, die Demokratie zu verteidigen. Strategien, die vielleicht auch emotionaler Art sind. Bevor wir starten, ein Dank an das Schauspielhaus Frankfurt, das uns in diesem Jahr wieder den Chagall-Saal zur Verfügung gestellt hat. Der Dank geht natürlich auch an unsere Unterstützerinnen und KooperationspartnerInnen, an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, an die Stadt Frankfurt, an das Exzellenzcluster Normative Ordnung der Frankfurter Goethe-Universität sowie an HR2 Kultur, die die Zusammenfassung dieser Sendung am 28. Januar von 12 bis 13 Uhr senden werden. Zu Ihrer Information, auf dieser Veranstaltung werden Fotos für Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und eigentlich würden wir uns jetzt auf die Worte von Ina Hartwig, der Dezernentin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt, freuen können, die inhaltlich immer sehr starke Reden zur Eröffnung uns präsentiert hat. Aber leider ist sie wegen dringenden dienstlichen Terminen verhindert. Und darum legen wir direkt los. Und ich übergebe das Wort an meinen Kollegen Alf Menzer. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Hadija. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie so früh an diesem grauen Morgen hier ins Schauspiel gefunden haben. Das wissen wir sehr zu schätzen, diese Aufmerksamkeit und dieses Interesse an dem, was wir heute hier diskutieren wollen und diskutieren werden. Bonn ist nicht Weimar. Unter dieser Formel, die der Schweizer Journalist Fritz-René Allemann schon 1956 geprägt hat, unter dieser Formel hat meine Generation noch gelernt, dass die Bundesrepublik Deutschland eine weitaus stabilere Demokratie sei als ihre tragisch gescheiterte Vorgängerin. Und das vor allem wegen ihres Grundgesetzes, das entscheidende Fehler der Weimarer Verfassung nicht wiederholt habe, dass die demokratischen Institutionen so widerstandsfähig gestaltet habe, dass die Feinde der Demokratie, sollten sie doch irgendwann einmal auf demokratischem Wege an die Macht kommen, den demokratischen Kern dieser Republik nicht zerstören würden könnten. Eine Machtergreifung auf quasi legalem Wege sollte nicht mehr möglich sein. Wer sich auf diese Weise in demokratischer Sicherheit gewogen wusste, dem dürfte am 6. September 2019 bei der Lektüre der Süddeutschen Zeitung das Blut in den Adern gefroren sein. Mir ging es jedenfalls so. Unter dem Titel »Ein Volkskanzler« wurde da ein Gedankenexperiment durchgespielt. Was würde von der demokratischen Verfassung der Bundesrepublik noch übrig bleiben, wenn ein Populist bei einer Bundestagswahl die absolute Mehrheit bekäme? Kleiner Spoiler, wenn Sie es noch nachlesen möchten, nicht besonders viel. Schritt für Schritt spielt der Autor darin durch, wie mit ganz legalen Mitteln die Justiz entmachtet, die Gewaltenteilung eingeschränkt und letztlich das Grundgesetz außer Kraft gesetzt wird. Dieser Autor war damals und ist es immer noch Maximilian Steinbeiß, Jurist, Journalist, Gründer und Betreiber des Verfassungsblogs, einem Internetportal zu verfassungsrechtlichen und rechtspolitischen Themen, auf dem er im Juni dieses Jahres das Thüringen-Projekt gestartet hat, ein Forschungsprojekt, das untersucht, was passieren könnte, wenn dort in Thüringen eine autoritär-populistische Partei an die Macht käme. Und das ist ja angesichts der ein knappes Jahr vor der Landtagswahl kursierenden Umfragenergebnissen eine nicht mehr nur theoretische Frage. Und ich muss Sie auch warnen, Teile der Antwort auf diese Frage könnten und sollten Sie gleich verunsichern. Denn wie Maximilian Steinbeiß jetzt zeigen wird, Antidemokraten können die Demokratie beschädigen, und zwar auf ganz legalem Wege. Schön, dass Sie hier sind, Frau Steinbeiß. Herr Steinbeiß, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde Sie, wenn Sie erlauben, gerne auf einen kurzen verfassungsrechtlichen Spaziergang durch den Maschinenraum der parlamentarischen Demokratie in einem deutschen Bundesland und durch die nahe politische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Freistaats Thüringen mitnehmen. Wir sind ja nicht in Thüringen, und das klingt jetzt sicher alles erstmal furchtbar juristisch und technisch und langweilig, ich weiß. Aber ich versichere Ihnen, das wird schon noch spannend, keine Sorge.
In Thüringen regiert, wie Sie wissen, eine rot-rot-grüne Koalition unter Führung von Bodo Ramelow von den Linken. Und seit der letzten Wahl 2019 hat diese Koalition im Landtag keine Mehrheit mehr. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Umstände der Regierungsbildung 2020. Kämmerich, wenn Ihnen der Name noch was sagt, dieser FDP-Mann, der mit einem Wahlergebnis von hauchdünn über 5% Ministerpräsident wurde für ein paar Tage, weil die AfD ihm eine Falle gestellt hat und weil er bereitwillig in diese Falle hineintappte. Jedenfalls wurde dann am Ende doch wieder Bodo Ramelow zum Regierungschef gewählt, im dritten Wahlgang, mit den Stimmen seiner rot-rot-grünen Minderheit und ohne die Stimmen von CDU, AfD und FDP. Und damit ist er mit mehr Gegen- als Ja-Stimmen ins Amt gekommen, was interessant ist, da kommen wir noch darauf zurück. Und eigentlich hatte man sich mit der CDU geeinigt, dass es im April 2021 Neuwahlen geben sollte, aber dann kam Corona und dann fanden CDU und Linke die Aussicht auf Neuwahlen nicht mehr so attraktiv. Und die von dem Nazi Björn Höcke angeführte AfD wurde immer stärker und so sind Ramelow und seine Minderheitsregierung bis heute immer noch im Amt, was zwar nicht so geplant war, aber verfassungsrechtlich und demokratietheoretisch völlig legitim ist. Auch eine Minderheitsregierung ist eine demokratisch korrekt gewählte Regierung. Der reguläre Termin für die nächsten Wahlen ist der 1. September 2024, also in einem guten Dreivierteljahr. Aber im Dezember muss Ramelows Regierung einen neuen Haushalt durch den Landtag bringen und dafür braucht sie, wie sonst auch, die Stimmen der CDU. Und wenn sie die nicht bekommt oder wenn sogar am Ende CDU und AfD ihre gemeinsame Mehrheit dazu nutzen sollten, ihr allerhand Dinge in den Haushalt reinzuschreiben, die sie da nicht haben will, dann hat Ramelow die Möglichkeit, die Vertrauensfrage zu stellen und so auf vorgezogene Neuwahlen hinzusteuern. Das könnte für Ramelow deshalb nicht ganz unattraktiv sein, weil er damit erstens die CDU unter Druck setzen kann, sich mit ihrer Rolle als Mehrheitsbeschafferin für die linke Minderheitsregierung abzufinden, schwedisches Modell. Zweitens aber jedenfalls in die Vorhand kommt und unter der Prämisse Höcke oder ich in den vorgezogenen Wahlkampf starten und die CDU am Spielfeldrand stehen lassen kann. Und drittens natürlich einen Vorsprung vor Sarah Wagenknecht gewinnt, die es dann kaum mehr schaffen wird, noch bis zum Wahltag einen vernünftigen Landesverband in Thüringen zu organisieren, der Ramelow und den Linken Konkurrenz machen kann. So, also wenn das so kommt, das wäre dann vermutlich so im Januar, dann können nach der Thüringer Verfassung zwei Dinge passieren. Entweder wählt der Landtag binnen 3 Wochen jemand anderen zum Ministerpräsidenten oder der Landtag wird aufgelöst und es gibt Neuwahlen. Wenn wir das jetzt mal hoffentlich doch unwahrscheinliches Szenario beiseite lassen, dass sich der CDU-Kandidat mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lässt oder gar umgekehrt, dann läuft es auf Neuwahlen hinaus. Ein paar Monate früher als ohnehin nötig, also nicht erst im September, sondern irgendwann zwischen April und Juni. So, also nehmen wir an, der neue Landtag ist gewählt. Die Stimmen sind ausgezählt, das Ergebnis ist amtlich festgestellt und innerhalb von 30 Tagen nach der Wahl muss der neue Landtag zusammentreten. Das Erste, was er dann in seiner ersten Sitzung als neu gewähltes Parlament, also dem in der Verfassung sogenannten ersten Zusammentritt des neuen Landtages, Artikel 50 Absatz 3 Landesverfassung, was dieser neue Landtag macht, ist eine neue Präsidentin zu wählen. Erst damit ist der Landtag tatsächlich handlungsfähig. Erst dann kommt alles andere, insbesondere die Wahl der neuen Ministerpräsidentin und damit die Bildung der neuen Regierung. Also die Wahl der neuen Landtagspräsidentin. Wie die genau abläuft, das steht in der Geschäftsordnung des Landtags. Das Recht, eine Kandidatin für das Amt der Präsidentin zu nominieren, hat die stärkste Fraktion. Und das wird, wenn die Umfragen nicht trügen, nahezu sicher die AfD sein. Die steht im Augenblick bei 34% in Thüringen nach den letzten Umfragen. Platz 2 mit 13 Punkten Abstand ist die CDU, 21%, dann die Linke mit 20%. Das ist ein großer Abstand. Aber trotzdem sind 34% nicht 54% und vorgeschlagen heißt noch nicht gewählt. Die AfD-Kandidatin, die da vorgeschlagen wird, die bräuchte dann, um tatsächlich Landtagspräsidentin zu werden, immer noch eine Mehrheit. Und niemand kann die Abgeordneten des Landtags zwingen, ihr die Stimme zu geben, nur weil sie zur Wahl vorgeschlagen ist. So hat man das bei den Vizepräsidentinnen ja auch lange Zeit so gehalten. Was die Präsidentin betrifft, so war das bisher, anders als bei den StellvertreterInnen, so gut wie nie ein Problem. Das ist eine gute und alte parlamentarische Tradition, dass die stärkste Fraktion die Parlamentspräsidentin stellt und deren Kandidatin dann auch mit sehr breiter Mehrheit gewählt wird, weil sich eben alle darauf verlassen, dass die gewählte Person dann eben auch eine Präsidentin des gesamten Parlaments ist und keine Parteipolitikerin mehr,
dass sie das Haus neutral und unparteilich leitet und dessen Interessen insgesamt im Blick behält und nicht ihre Möglichkeiten zum Nutzen der eigenen und zum Schaden der anderen ausnutzt. Aber darauf muss man sich eben auch verlassen können. Und die AfD wäre nicht die AfD, wenn man das könnte. Dazu gleich noch mehr. Also, die Abgeordneten können die von der AfD vorgeschlagene Kandidatin wählen, aber sie müssen nicht. Was passiert, wenn die Kandidatin durchfällt? Dann kann für den zweiten Wahlgang jede Fraktion eine Kandidatin ins Rennen schicken, was wiederum bedeutet, dass für eine erfolgreiche Wahl politisch erstmal eine Mehrheit organisiert werden muss. Damit die Wahl zustande kommt, und es handelt sich um eine geheime Wahl, mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ohne Aussprache, das steht so drin, müssen die politischen Kräfte im Parlament vorher geklärt haben, wer gewählt werden soll. Da muss es also eine Absprache gegeben haben, sonst wählt jede Fraktion die eigene Kandidatin und gar niemand bekommt eine Mehrheit. Dasselbe gilt auch für die Vizepräsidentinnen. Und solange die Landtagspräsidentin und die Vizepräsidentinnen nicht gewählt sind, ist der Landtag nicht arbeitsfähig. Denn das Präsidium leitet die Sitzungen des Landtages. Fehlt es, herrscht Stillstand, Lähmung, Ministerpräsidenten können nicht gewählt werden, Regierungsbildung stockt, Parlament kann nichts entschließen, Demokratie funktioniert nicht. Was ja genau das ist, was die AfD überall erzählt, die Demokratie funktioniert nicht. Will man ihr diesen Triumph gönnen? Selbst wenn eine solche Absprache zustande kommt, können sich die Erzfeinde Linke und CDU überhaupt darauf verlassen, dass dann jeweils der andere auch die auch einhält? Oder ist dann unter diesen Bedingungen vielleicht eine Parlamentspräsidentin von der AfD gar nicht so schlimm im Vergleich? Wenigstens geordnete Verhältnisse? Die werden ja schon einnorden im Vorstand und im Ältestenrat, denkt sich da vielleicht so mancher sorgenvoller CDU-Abgeordnete. Wir kennen das Geschäft ja auch nicht erst seit gestern. Das kann schon groß passieren. Also, was kann passieren? Schauen wir uns an, was eine Landtagspräsidentin von der AfD so alles machen könnte. Zunächst, was sie nicht machen könnte, da hat der sorgenvolle CDU-Abgeordnete schon recht, ist, was sie will. Sie kann nicht einfach die Tagesordnung nach ihrem Willen gestalten, AfD-Anträge bevorzugen und andere benachteiligen. Bestimmte Abgeordnete uferlos lang reden lassen, andere gar nicht. Alles Dinge, die wir in anderen Ländern, in Polen, in Ungarn so gesehen haben. Was wann behandelt wird, bestimmt in der Praxis ein Gremium, in dem alle Fraktionen vertreten sind, der sogenannte Ältestenrat. Und offene und eklatante Diskriminierung ist der Präsidentin, solange sie sich jedenfalls einigermaßen an die Geschäftsordnung hält, verwehrt. Sie kann die Geschäftsordnung auch nicht einfach ändern, jedenfalls nicht ohne Mehrheit im Landtag, sprich ohne Kooperation mit der CDU oder einer anderen Fraktion. Und die übliche Praxis bei der Änderung der Geschäftsordnung ist sogar eine Zweidrittelmehrheit. Sie kann aber andere Dinge machen. Sie kann zum Beispiel den Landtagsdirektor ohne Angabe von Gründen feuern und durch jemanden ersetzen, der für ihre Zwecke geeigneter erscheint. Der Landtagsdirektor steht an der Spitze der Verwaltung des Landtags. Er ist ein sogenannter politischer Beamter. Das gibt es in den Ministerien auch. Wenn ein, sagen wir, FDP-geführtes Ministerium dann von einem grünen Minister übernommen wird oder umgekehrt, dann muss der grüne Minister nicht mit den Abteilungsleitern und Staatssekretären seiner liberalen Vorgängerin weiterarbeiten, sondern darf sie in den Ruhestand schicken und durch Leute ersetzen, mit denen er besser zusammenarbeiten kann. Das ist insoweit völlig üblich und nicht ganz unumstritten, aber jedenfalls Praxis. Der öffentliche Dienst in Thüringen steht generell vor einer riesigen Pensionierungswelle, weil die ganzen Leute, die in den 90er Jahren nach der friedlichen Revolution im öffentlichen Dienst angefangen haben, jetzt so langsam die Altersgrenze erreichen. Also da werden viele Stellen frei, die neu besetzt werden müssen. Wer in der Landtagsverwaltung welchen Job bekommt, bestimmt am Ende die Präsidentin. Bei ihr liegt die Personalhoheit. Und sie ist dabei rechtlich zwar an das Prinzip der besten Auslese, wie die Juristen sagen, gebunden. Das heißt, muss immer die bestqualifizierte Person nehmen. Aber praktisch haben sie bzw. ihr Landtagsdirektor und die ihm unterstellte Personalabteilung da große Spielräume, die Ausschreibung dann immer genau auf die Personen zuzuschneiden, die man da haben will. Sie muss sich mit ihren VizepräsidentInnen, wie es heißt, ins Benehmen setzen. Das heißt, sie muss sie informieren und muss sie anhören. Aber sie braucht nicht ihr Einvernehmen. Am Ende bestimmt sie und niemand anders, wer im Haus Karriere macht und wer nicht, wer eingestellt wird und wer nicht. Die Landtagsverwaltung ist unauffällig, von der kriegt man normalerweise nicht viel mit, aber sie ist wichtig. All die ganzen kleinen Sachen, die dafür sorgen, dass der parlamentarische Betrieb gut und reibungslos funktioniert, die werden von ihr bereitgestellt, zum Beispiel die ganze IT. Bisher muss sich kein Abgeordneter fragen, wer da in der Verwaltung seine ganzen dienstlichen E-Mails mitlesen kann. Und das wäre dann womöglich anders. Oder der wissenschaftliche Dienst, das sind Landtagsmitarbeiter, die den Abgeordneten Gutachten schreiben, damit sie gut informiert ihre Arbeit machen können.
Die Regierung hat lange Flure voller Ministerialbeamter, die ihr zuarbeiten und über deren Expertise sie verfügen kann. Aber die Abgeordneten, die sie kontrollieren sollen, die haben das nicht. Die brauchen einen wissenschaftlichen Dienst, den sie fragen können. Zum Beispiel über die Rechtslage. Ob ein bestimmtes Gesetz, das die Regierung beschlossen haben will, überhaupt verfassungsmäßig ist. Das schreibt der wissenschaftliche Dienst den Abgeordneten auf. Und so haben die dann eine eigenständige inhaltliche Zuarbeit als Basis, um gerade in Rechtsfragen nicht von der Regierung mit ihrem großen Juristenapparat angewiesen zu sein. Jetzt haben wir aber plötzlich einen neuen Landtagsdirektor. Verwaltung ist eine sehr hierarchische Angelegenheit. Der wissenschaftliche Dienst ist zwar weisungsunabhängig, das ist in der Geschäftsordnung ausdrücklich so geregelt, aber so eine Weisung ist vielleicht gar nicht unbedingt immer nötig. Das sind so wie die meisten im öffentlichen Dienst natürlich absolut rechtstreue StaatsdienerInnen in der Landtagsverwaltung. Aber sie wollen keinen Ärger. Sie haben überhaupt nichts davon, wenn sie Schwierigkeiten machen. Wenn sie remonstrieren, dann landet es in den Akten und sonst passiert gar nichts. Und dann haben sie vielleicht ein gutes Gewissen, aber ihre Karriere ist kaputt. Und dann sind da auch noch diese ganzen neu eingestellten Leute, die sich sowieso schon so auffällig gut mit der neuen Hausleitung verstehen und auf der Karriereleiter sowieso schon so mächtig nach vorne drängeln. In normalen Zeiten wird das Vertrauen in die Integrität der Verwaltung dadurch garantiert, dass am Ende niemand was davon hat, wenn das Vertrauen durch Misstrauen ersetzt wird. Dass das glaubwürdig ist, was der wissenschaftliche Dienst einem aufschreibt, daran haben in normalen Zeiten, sollte man meinen, doch am Ende alle das gleiche Interesse. Aber wenn unter den Parteien im Parlament eine ist, die davon lebt, dass sie überall erzählen kann und das auch überall plausibel gefunden wird, dass man diesen ganzen korrupten Eliten da oben nichts glauben kann, und das höchste Misstrauen überall und immer angebracht ist und überhaupt immer alles ein Tool der Mächtigen ist, um den Ohnmächtigen damit auf den Kopf zu hauen, auch und zuallererst die Verwaltung, dann sind es keine normalen Zeiten. Ein Teil des Landtagsgebäudes in Erfurt ist ein Nazi-Bau aus dem Jahr 1939, in dem auch die Gestapo untergebracht war und von dort aus ab 1942 die Deportation der Thüringer Juden organisierte. Was aus dem Erinnerungsort, den der Landtag dort eingerichtet hat, wird, obliegt der Entscheidung der Landtagspräsidentin. Ihre Macht hat noch einen weiteren Pfeiler. Sie vertritt den Landtag nach außen. Sie repräsentiert die Repräsentanz des Volkes. Sie kann Gäste und Delegationen empfangen. Sie kann das Foyer mit Kunst und Ausstellungen schmücken. Sie kann Symposien und Konferenzen im Plenarsaal abhalten. Und zwar im Namen und unter dem Siegel des gesamten Parlaments. Sie kann zum Beispiel mit Viktor Orbans Danube-Institut, dem wohl einflussreichsten und bestausgestatteten Think Tank des globalen autoritären Populismus, Veranstaltungen machen in den Fluren des Landtags. Große Empfänge, die heißesten und wildesten Köpfe der globalen neuen Rechten, kommen nach Erfurt und halten ihre völkischen Reden vom großen Austausch der autochthonen Bevölkerung durch willfährige MigrantInnen und von der Verschwörung der wurzellosen kosmopolitischen Eliten. Sie kann auf diese Weise Thüringen als einen Ort inszenieren, wo man noch frei seine Meinung sagen kann, als Insel im woken linksgrünen Mainstream-Meer, räumlich verkörpert durch das Thüringer Parlament, die Volksvertretung. Sie kann nach Budapest reisen, Staatsbesuch. Sie kann zu Donald Trump nach Mar-a-Lago fahren. Sie kann, warum nicht, nach Moskau zu Wladimir Putin fahren. Sie kann eine Art informelle thüringische Nebendiplomatie starten, so wie das Viktor Orban, das große Vorbild, in Bezug auf die EU ja die ganze Zeit schon macht. Und das Tollste daran ist, ohne jede politische Verantwortung. Sie muss keine Verträge abschließen und für deren Ratifikation im Landtag Mehrheiten organisieren und sie nachher auch einhalten. Sie muss auf keine Bündnispflichten achten und kein diplomatisches Maß halten. Sie muss nicht regieren, nur repräsentieren. Alles ganz informell, alles abseits von Verfahren und Institutionen. Sie kann das eigentliche Volk vertreten. In scharfem Kontrast zu der Landesregierung, die erstens gar keine außenpolitischen Kompetenzen hat und zweitens mangels Mehrheit sowieso die ganze Zeit die größten Mühen hat, überhaupt irgendwas zustande zu bringen. Aber auch in scharfem Kontrast zur Bundesregierung, deren Protest und Gegenwehr gegen diese Kompetenzüberschreitung und Antidiplomatie ja fortwährend Evidenz zu liefern scheint für ihre These, dass Berlin den Thüringern nicht gestatten will, selbst zu wissen, was gut für sie ist. Kann der Landtag diese Präsidentin nicht einfach wieder abberufen? Kann er. Aber er braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit. Und wenn die AfD bei 34% rauskommt, wie es im Augenblick die Umfragen prophezeien, dann gibt es keine Zweidrittelmehrheit gegen die AfD. Alles, was die Landtagsmehrheit dann machen kann, ist dünnen Protest zu artikulieren
um damit unter Beweis zu stellen, was das Klientel der AfD ohnehin bereitwillig glaubt, die sind schwach, die können nichts, nur reden. Wenn die AfD über mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag verfügt, dann hat das übrigens auch noch andere Folgen. Dann kann sie zum Beispiel Wahlen von RichterInnen des Landesverfassungsgerichts blockieren. Die Amtszeit dieser RichterInnen beträgt in Thüringen 7 Jahre. Das ist nicht viel. Sie könnte dann auch verhindern, dass der sogenannte Richterwahlausschuss sich konstituiert. Das ist der Ausschuss, der für die RichterInnen an den normalen Gerichten sozusagen zuständig ist. Dessen Mitglieder, soweit sie vom Landtag zu wählen sind, bedürfen ebenfalls einer Zweidrittelmehrheit im Landtag. Und das steht direkt in der Verfassung. Ohne Richterwahlausschuss kann keine RichterIn mehr auf Lebenszeit verbeamtet werden in Thüringen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo diese ganze Pensionierungswelle auch die Justiz überrollt. 30-50% der Posten werden dann in der nächsten Legislaturperiode frei und müssen neu besetzt werden. Da drohen ganze Schwurgerichtsprozesse zu platzen, wenn das nicht klappt. Alles Evidenz für die große autoritär-populistische Erzählung. Die können es nicht. Die Regierung ist unfähig. Die Demokratie funktioniert nicht. Und die AfD kann selber dafür sorgen, dass diese Erzählung wahr wird. Eins muss ich noch erwähnen, wenn wir von der Landtagspräsidentin sprechen. Sie leitet die Sitzung und stellt fest, was das Plenum beschlossen hat, soweit sie sich dabei nicht von den Vizepräsidentinnen vertreten lässt, was im Regelfall turnusmäßig geschieht. Und eine Sitzung, die sie ganz bestimmt selber leiten wird, ist die, in der die Wahl zum Ministerpräsidenten stattfindet. Das läuft in Thüringen, wie schon erwähnt, auch bisher schon selten reibungslos, schon gar unter Bedingungen einer Minderheitsregierung, wie sie wohl auch nach der nächsten Landtagswahl gebildet werden muss. Und in den ersten 2 Wahlgängen ist eine absolute Mehrheit notwendig, und die gibt es nicht, sonst wäre es ja gleich keine Minderheitsregierung. Aber im 3. Wahlgang, so steht es in der Verfassung, ist gewählt, wer die meisten Stimmen hat. Was das genau bedeutet, ist unklar. Und der Versuch des aktuellen Landtags, diese Unklarheit durch eine Verfassungsänderung zu beheben und zu klären, hat sich im Klein-Klein des politischen Streits zwischen Koalition und CDU hoffnungslos festgefahren. So, also wenn dann im 3. Wahlgang ein Kandidat eintritt, was heißt dann die meisten Stimmen? Mehr als die nicht vorhandenen Gegenkandidaten ist die eine Variante, mehr als Gegenstimmen ist die andere Variante. Und für beides gibt es gute Gründe. Jetzt ist aber die Person, die am Ende feststellt, ob, sagen wir, Ramelow im 3. Wahlgang zum MP gewählt ist oder endgültig durchgefallen ist, die Landtagspräsidentin. Ich könnte da noch mehr Sachen aufzählen. Die Landtagspräsidentin ist es zum Beispiel, die in Thüringen die Gesetze ausfertigt und verkündet. Das ist eine reine Formalität bisher. Das hatte man in Polen auch gedacht, bis die polnische Regierung plötzlich beschloss, Urteile des Verfassungsgerichts nicht mehr im Amtsblatt zu verkünden, die ihr nicht passten. Das ist auch so eine Formalität, so, wo man niemand auf die Idee gekommen wäre, dass jemals das ausnutzen würde, bis es halt geschehen ist. Eine Formalität, ohne die das, was da verkündet werden muss, nicht in Kraft treten kann. Wohlgemerkt, das ist alles nicht irgendwann und vielleicht. Und das steht ziemlich unmittelbar bevor. Je nach Ablauf in einem Jahr, vielleicht ein bisschen später, vielleicht auch schon im nächsten Sommer. Und für nichts von dem, wofür ich hier gesprochen habe, braucht die AfD tatsächlich Macht im Sinn von Regierungsmacht in die Hand zu bekommen. Sie braucht keine MinisterInnen zu stellen. Sie braucht keine Exekutivgewalt auszuüben. Sie braucht keine Verwaltungsgerichtsniederlagen zu riskieren. Sie braucht keine Verantwortung zu übernehmen. Sie kann blockieren, obstruieren, Vertrauensschaden anrichten. Und das macht sie ohnehin, wo sie kann, in den Parlamenten, in denen sie sitzt, mit den Möglichkeiten, die ihnen ihre gegenwärtigen Mehrheiten gibt. Aber wenn sie erstmal mehr als ein Drittel hat, dann werden sich diese Möglichkeiten massiv vervielfachen. Und es ist kein Zufall, dass Björn Höcke als Wahlziel 33% ausgegeben hat in Thüringen. 33% heißt ein Drittel, heißt Sperrminorität. Der Mann hat die Thüringer Verfassung und die Geschäftsordnung des Landtags studiert oder jedenfalls studieren lassen. Es sind die anderen, die das viel zu wenig für nötig gehalten haben bisher, die sich in Sicherheit wiegen, weil der Rechtsrahmen, die Sitten und Gepflogenheiten, die ganzen mehr oder weniger unauffälligen, geschriebenen und ungeschriebenen Institutionen und Funktionsbedingungen der parlamentarischen Demokratie und des Rechtsstaats doch ganz bestimmt dafür sorgen werden, dass da schon nichts allzu Schlimmes passieren kann. Die PolitikerInnen und Parteien des demokratischen Spektrums, wie es immer heißt, die kein Interesse haben, aus all diesen Institutionen und Funktionsbedingungen politische Tools zu machen, mit denen die Mächtigen den Ohnmächtigen auf den Kopf hauen, und deswegen oft blind sind für die Möglichkeit, es jetzt mit einem Gegner zu tun haben, der dieses Interesse ganz ausdrücklich und strategisch und mit bislang bestürzendem Erfolg nicht mehr teilt. Die meisten Leute in Deutschland sind es gewohnt, wenn es um Gefahren für Rechtsstaat und Demokratie geht, nach extremistischen Ideologien und Organisationen und Akteuren Ausschau zu halten, nach extremen, ganz weit von der Mitte entfernten Phänomenen, weit draußen, abseits des Bodens des Grundgesetzes.
Was wir in Deutschland viel weniger gewohnt sind, ist auf Praktiken scharf zu stellen. Auf den missbräuchlichen Gebrauch von Rechten und Institutionen, die auf dem Boden des Grundgesetzes sich verorten. In der Absicht, die eigene Erzählung vom Versagen der Demokratie nach Kräften wahrzumachen. Das kann natürlich auch etwas Extremes und Extremistisches sein, was man damit im Schilde führt. Und wenn die Verfassungsschutzbehörden Höcke und seinen AfD-Landesverband und auch noch andere Landesverbände als gesichert rechtsextrem bezeichnen, bin ich der Letzte, der da widerspricht. Aber die Gefahr, die von Höcke und seiner Partei ausgeht, verwirklicht sich nicht erst, wenn er anfängt, sein rechtsextremes Programm umzusetzen, sprich, wenn er regiert. Die verwirklicht sich viel früher, die verwirklicht sich bereits jetzt und sie wird sich noch in ganz anderem Umfang verwirklichen, wenn die AfD bei der bevorstehenden Landtagswahl stärkste Fraktion wird und auf mehr als ein Drittel der Mandate kommt. Und das nicht nur in Thüringen, sondern in Sachsen und in Brandenburg wahrscheinlich auch. Kann man da nichts machen? Natürlich kann man da was machen. Und ich spreche jetzt gar nicht nur vom Parteiverbot. Da bin ich genauso hin und her gerissen wie alle anderen auch. Aber neben den Mitteln der Repression gibt es immer auch noch politische Entscheidungen, die man im Lichte dieser Praktiken des Verfassungsmissbrauchs so oder anders fällen kann und die im Zweifel für das Gelingen dieser Missbrauchsstrategie den Ausschlag geben können. Die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt erkennt, welches Spiel gerade gespielt wird. Ist die Landtagspräsidentin mal gewählt, dann ist es zu spät. Dann braucht man eine Zweidrittelmehrheit für ihre Abwahl und gegen die Sperrminorität klappt es nicht. Ganz egal, wie arg sich diese Person dann in ihrem Amt aufführt. Zumal ohnehin ja jeder Skandal, jeder Streit, jede Verfassungskrise im Zweifel der AfD nur weiteres Futter für ihr Narrativ von der Dysfunktionalität der Demokratie zuführt. Aber damit sie gewählt wird, braucht es eine Mehrheit. Da müssen andere mitmachen. Solange diese anderen nicht so genau wissen, was sie da am Ende eigentlich bewirken, solange sie da naiv und schlecht vorbereitet sind, ist die Hürde, das zu tun, relativ niedrig, faktisch und moralisch. Wenn das dagegen klar ist, wenn diese Szenarien gut ausgeleuchtet sind und niemand sich darauf rausreden kann, dass das ja keiner hätte ahnen können, was so eine Landtagspräsidentin alles Übles anstellen würde, dann ist die Hürde vielleicht doch ein Stückchen höher. Dann muss man sich zu diesem Üblen verhalten und kann dafür auch verantwortlich gemacht werden. Und dann wird man sich vielleicht doch noch überlegen, ob man das will. Und das ist es, was wir mit unserem Projekt erreichen wollen. Das Szenario rund um diese Landtagspräsidentin, von dem ich jetzt gesprochen habe, ist nur eins von vielen. Insbesondere, wenn man dann auch tatsächlich von der Regierungsbeteiligung ausgeht. Die Möglichkeiten einer Regierung, sich effektiv gegen rechtsstaatliche Kontrolle und demokratischen Wettbewerb immun zu machen, sind vielfältig und die werden wir in diesem Projekt natürlich auch untersuchen. Und wir machen uns dabei überhaupt keine Illusionen, dass wir für jedes Gefahrenszenario da einen verfassungsrechtlichen Fix finden können, das diesem Szenario dann effektiv vorbeugt. In vielen Fällen würde man damit Gefahr laufen, mehr Probleme zu schaffen, als man löst, sprich Sperrminorität. Je mehr man in die Verfassung reinschreibt und damit den Zugriff der Regierungsmehrheit entzieht, desto mehr Möglichkeiten für Sperrminoritäten schafft man. Und autoritäre Populisten lieben Sperrminoritäten. Mindestens genauso wichtig ist uns die Aufklärung über die Möglichkeit dieser Szenarien bei den Funktions- und EntscheidungsträgerInnen in Thüringen, auf die es ankommen wird, wenn sich diese Szenarien verwirklichen, aber auch bei der Bevölkerung insgesamt. Viele unserer GesprächspartnerInnen, gerade solche mit juristischer Expertise, reagieren auf unsere Anfragen erstmal mit so einem abwartenden Achselzucken. Das sei doch eigentlich relativ wenig, was man da im Rahmen der Rechtsordnung oder jedenfalls des Üblichen machen kann, sagen sie dann. Und wenn wir dann zurückfragen, was denn wäre, wenn man die Rechtsordnung ein bisschen dehnen und biegen würde oder wenn man sich so über das Übliche einfach mal hinwegsetzen würde, dann gibt es da oft einen interessanten Moment. Ah, sagen sie dann, stimmt, ja. Ja, okay, ja, natürlich, ja. Dann fällt der Groschen und dann werden sie für einen Moment so ganz still und bleich. Diesen Moment wollen wir bei möglichst vielen Menschen auslösen. Und wenn uns das gelingt, dann hoffen wir damit einen Beitrag zu leisten, die Demokratie ein Stück resilienter zu machen gegenüber dem, was ihr und uns allen nicht nur in Thüringen bevorsteht. Vielen Dank. Vielen Dank, Maximilian Steinbeiß. Wenn Sie Fragen haben, wissen Sie, melden Sie sich. Wir haben Mikrofone, die wir dann Ihnen zukommen lassen und Sie können mit Maximilian Steinbeiß und mit uns hier auf dem Podium in die Diskussion kommen, in die ich aber gerne erstmal einsteigen möchte. Ich finde es ja interessant, ich habe tatsächlich relativ viel auch der Reaktion auf Ihre Untersuchung schon damals 2019, aber auch jetzt im Zusammenhang mit dem Thüringen-Blog gelesen.
Eine Frage, die immer wieder kommt und die finde ich sehr entlarvend ist, sagen Sie mal, Herr Steinbaus, produzieren Sie da nicht eigentlich Gebrauchsanweisungen für die Rechten, um die Verfassung auszuhebeln? Aber das geht ja in genau die Richtung, dass man sagt, ach komm, wir möchten das lieber im Ungefähren, im Dunklen lassen, wird schon nicht passieren, solange nicht zu viel darüber geredet wird und nicht zu viele davon wissen. Das ist, und Sie haben ja so einen kleinen Hinweis in Richtung Björn Höcke gemacht, empirisch widerlegbar, die wissen ganz genau, welche Möglichkeiten sie haben und wie sie sie umsetzen können. Also die Frage ist absolut berechtigt und die müssen wir uns natürlich auch immer als Korrekturmoment dann auch stellen. Das müssen wir immer mitlaufen lassen. Das darf natürlich nicht passieren, dass wir da sozusagen so eine Art uns in so eine Art apokalyptische Fantasie reinsteigern, dass es da so einen Evil Mastermind gibt, der dann einen Knopf nach dem anderen drückt und dann nimmt es da unerinnerbar seinen Lauf, dieses Schicksal. Das ist ja alles keine Rocket Science. Das sind alles Dinge, die in dem Moment, wo man mal da anfängt zu suchen, dann auch schnell finden kann. Also was so ein Landtagspräsident denn alles machen kann, das findet diese Person spätestens dann raus, wenn sie über diese Möglichkeiten verfügt. Muss sie ja auch, die muss sie ja mit beschäftigen, was dann so alles geht. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass man sich da nicht darauf verlassen kann, dass die da sozusagen uns brauchen dafür, um auf diese Ideen zu kommen. Ich glaube, das wäre ganz verfehlt. Und es ist auch tatsächlich so, dass man sehen kann, dass diejenigen, die, das kann man schon, also nicht überall und bezogen auf jede Person oder jeden Landesverband gleichermaßen, aber jedenfalls an vielen Punkten kann man schon sehen, dass diejenigen, die eben gerade diesen instrumentellen Blick auf die Institutionen der Verfassungsordnung haben, halt die AfD sind. Und das im Kontrast zu dem Rest des politischen Spektrums, die da eben oft tatsächlich erstmal dazu genatscht werden müssen, sich diese Art von Gedanken zu machen. Bei der Frage, wie man da Vorbeugung treffen kann, gibt es ja eigentlich zwei Pfade, die man einschlagen kann. Den einen haben Sie eben am Schluss schon genannt. Man könnte sich ja überlegen, und das ist, glaube ich, der naheliegendste Reflex, naja, wenn die Gesetze so leicht zu manipulieren oder auszunutzen sind, um dann gegen den demokratischen Kern der Ordnung gerichtet werden zu können, dann müssen wir die Gesetze einfach nur besser machen. Also da müssen wir ein paar mehr Hürden einbauen, vielleicht ein paar Uneindeutigkeiten einfach fixieren, deutlicher machen. Würden Sie generell sagen, nein, man begibt sich da in ein Dilemma, je rigider man eine Verfassung macht, umso besser wird diese Rigidität im Zweifelsfall auch von autoritären Playern ausgenutzt werden? Oder gibt es da verschiedene Ebenen, also dass man bestimmte Bugs im System sozusagen fixen kann, ohne das ganze System in seinem Charakter dadurch zu verändern? Ja, also ich glaube schon, wir sehen schon an bestimmten Stellen, hoffen wir auch noch weitere solche Möglichkeiten zutage zu fördern in dem Projekt, wo man was machen kann und auch was machen sollte, und zwar schnell, solange halt die Mehrheiten jetzt noch da sind. Das kann ja sehr schnell damit ein Ende haben. Also ein so ein Punkt ist zum Beispiel die Möglichkeit von, dass eine Regierung in Thüringen sagt, wir führen jetzt konsultative Volksbefragungen ein. Das ist eine Sache, mit der Orban in Ungarn die ganze Zeit operiert, diese Stop Soros oder Anti-EU-Referenden, die er da organisiert und die flankiert sind durch sozusagen massenhafte regierungsamtliche Volkskonsultationen, die so ganz informell sind und super suggestive Fragen hat, so im Sinn von, also nicht wörtlich jetzt, aber im Sinn von so, seid ihr jetzt dafür oder dagegen, dass lauter kriminelle Migranten uns überrollen, ja oder nein? Und dann sagen natürlich 95%, nein, da sind wir nicht dafür. Und so, und dann kann man sagen, ach, guck mal an, 95%, das ungarische Volk hat gesprochen, an den Institutionen vorbei, an den Verfahren vorbei. Man kann das eben nehmen, um seinen politischen Gegner zu delegitimieren, der sich dann gegen den Willen des Volkes stellt, wenn er da das nicht so gut findet, was die Regierung da macht. Aber auch und insbesondere, wenn man dann Schwierigkeiten zum Beispiel mit der EU kriegt, das ist das, was Orban immer macht, also dann jetzt im Kontext von so einem Bundesland, wenn die Bundesebene intervenieren würde, damit könnte man dann arbeiten. Und das ist zwar in der Verfassung nicht vorgesehen, aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen. Und man könnte sich, glaube ich, sehr gut und mit guten Gründen auf den Standpunkt stellen, dass eine Regierung das machen könnte. Wir könnten einfach ein Gesetz beschließen, wir führen konsultative Volksbefragungen ein und dann können die jedes Mal, wenn sie irgendwo Ärger kriegen, sozusagen diesen Anschein von Volkswillen herbeimanipulieren.
und damit politische Arbeit machen. Das ist, glaube ich, was, das könnte man, ohne dass es mit politischen Kosten verbunden wäre, einfach durch eine Verfassungsänderung ausschließen, indem man sagt, die Mittel der Volkspartizipation, die in der Verfassung vorgesehen sind, sprich Volksbegehren und Volksentscheid, die eben tatsächlich anders als diese Volksbefragungen Ermächtigungen des Volkes sind und nicht der Regierung. Also diese plebiszitären Volksbefragungen sind ein Tool der Regierung, nicht des Volkes. Das hat mit direkter Demokratie nichts zu tun. Ja? Das heißt, damit, das könnte man in der Verfassung ausschließen und dann wäre auf dieser Flasche schon mal ein Korken und da, glaube ich, da könnte man schon erheblich weniger, hätte man eine große Sorge weniger. Das wäre so ein Beispiel dafür, wo eine Verfassungsänderung echt... Also nur ganz kurz da ein, was natürlich dann aber sofort propagandistisch ausgeschlachtet wurde und so geframed wurde, hier die Regierung oder will euch der Stimme berauben. Genau, oder der, aber in diese Diskussion muss man halt auch einfach mal rein. Ja? Die kann man auch gewinnen. Also das ist nicht so schwer zu verstehen, dass das eben etwas ist, womit sich die Regierung ermächtigt und was mit direkter Demokratie nichts zu tun hat. Also natürlich wird man diesen Einwand kriegen und es wird auch eine Menge Leute geben, die einem da jetzt irgendwie, die das irgendwie schlimm finden, aber es geht da, also man kann da nie alle überzeugen, aber ich glaube, man kann offensiv in diese Diskussion reingehen und man muss da nicht sich immer so wegducken und sagen, oh, da kriegen wir aber Protest und Schwierigkeiten und müssen uns irgendwie verteidigen und deswegen lassen wir das mal lieber bleiben. Entschuldigen Sie, ich hatte Sie unterbrochen, Sie wollten jetzt höher hängende Veränderungen der Verfassung, die vielleicht eher problematisch sind, vielleicht noch skizzieren, also wo man die Verfassung vielleicht selbst beschädigt, wenn man... Genau, also sozusagen die Versuchung, gerade dann Dinge, die dann eben eine Mehrheit machen kann, dieser Mehrheit zu entziehen und zu sagen, ist dann eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, weil man sie eben direkt in die Verfassung reinschreibt. Das passiert ja überall. Also, es gibt global so eine Diskussion, ob man das Recht auf Abtreibung in die Verfassung reinschreibt. Macron will das jetzt gerade in Frankreich machen. In den USA ist das eine Riesendebatte. Und ich verstehe auch total, wo das herkommt, aber der Downside davon ist halt, dass man etwas, was eigentlich politisch entschieden werden muss, wofür die Mehrheits... Bildung eigentlich da ist, dieser dann entzieht und das in die Verfassung reinschreibt. Und diese Versuchung, glaube ich, muss man entgegenhalten, dass man dann eben eigentlich sozusagen den demokratischen Gesetzgeber schwächt und die Verfassung mit Aufgaben, sozusagen Policy-Fragen zu entscheiden, überfrachtet. Und das ist eine Gefahr, die muss man sehen, die wird auch gesehen, daher kommt auch die Skepsis vieler Öffentlich-RechtswissenschaftlerInnen gegenüber solchen Vorschlägen und die ist sehr berechtigt. Und insbesondere auch, wenn es um Verfahrensfragen geht, dann eben mit dieser Konstellation der Sperrminorität, dass man da tatsächlich Blockade und Erpressungspotenziale schafft, die einem mächtig auf die Füße fallen können. Zum Beispiel, wenn es um Verfassungsrichterwahlen geht. Ne? Das ist immer die Idee, oh, da kann da so eine einfache Mehrheit dann einfach das Verfassungsgericht mit seinen eigenen Leuten vollstopfen. Wenn das eine einfache Mehrheit alles entscheiden kann und diese Zweidrittelmehrheitserfordernis, das in einem einfachen Bundesgesetz geregelt ist, einfach abschafft. Das stimmt, aber würde man es in die Verfassung selber reinschreiben, dann hat man halt eine Sperrminorität an der Stelle, die dann auch nicht mehr überwindbar ist. Und das Dilemma hat man immer. Aber welche Konsequenzen hätte das? Ich gehe nochmal zurück auf Ihren Artikel aus dem Jahr 2019, wo Sie es auf der Bundesebene durchgespielt haben. Da spielt es ja auch eine Rolle, dass eine Regierung mit einfacher Mehrheit einfach das Bundesverfassungsgericht erweitern könnte und einem dritten Senat, den es dann mehrheitlich oder mindestens bis zur Hälfte mit eigenen, mit Richter der eigenen Couleur bestücken würde. Da gibt es ja tatsächlich ein großes Interesse, sowas zu verhindern. Was wäre die negative Konsequenz, wenn Veränderungen an den Gerichtskörpern eben einer Zweidrittel-Sperrminorität unterliegen würden? Also wir sehen das jetzt wahrscheinlich in Sachsen und ich glaube in Thüringen auch. Wenn es eben zu dieser Sperrminorität kommt, dann, und dann diese Posten frei werden und neu besetzt werden müssen, dann... und die mit Zweidrittelmehrheit neu besetzt werden müssen und die AfD mehr als ein Drittel hat, ne? Also diese Sperrminorität, dann kann sie einfach diese Entscheidung blockieren und sagen, also wir wählen hier gar niemanden mit. Dann wird's kein oder wir wählen nur jemanden mit, den wir euch diktieren oder so. Also entweder kriegt sie sozusagen dann tatsächlich Einfluss auf die personelle Zusammensetzung des Gerichts, ohne eine Mehrheit zu haben, schon im Vorfeld, oder sie kann sozusagen diese Institutionen auf mittlere Sicht dysfunktional machen oder jedenfalls erstmal bevor sie dysfunktional wird, muss schon lange Zeit vergehen, aber jedenfalls auch erstmal beschädigen und delegitimieren und sagen, diese Leute sind da schon viel zu lange im Amt und die sind eigentlich gar nicht mehr so richtig legitim und so. Mit diesen Sachen kann man ja dann immer spielen, obwohl man es selber herbeigeführt hat. Dieser Double Bind, der ist ja immer ganz kennzeichnend.
man kann das schon lösen. Ne? Also es ist nicht so, dass man da, also man kann sich schon überlegen, dass man für diese Blockadesituation dann nochmal Ventile schafft. Da gibt es Ideen und das wird auch diskutiert. Aber jedenfalls die, einfach zu sagen, wir konstitutionalisieren diese Zweidrittelmehrheit und dann ist alles gut, weil dann muss, das löst das Problem nicht. Es gab damals als Reaktion auf Ihren 2019er Artikel schon die Meldung, dass das Bundesjustizministerium das durchaus mit Interesse gelesen hat und auch gesagt hat, wir müssen darüber nachdenken. Wissen Sie, ob aus dem Nachdenken irgendwas resultiert ist? Also damals war das so, dass es doch am Ende irgendwie nichts draus wurde, weil da einfach niemand politisches Kapital dafür aufwenden wollte, irgendwas, was vielleicht irgendwann in der Zukunft mal passiert, irgendwie zu verhindern. So ein bisschen wie im Klimaschutz. Ne? Das ist immer schwer. Das hat sich schon gedreht. Ich glaube, diese Bereitschaft, da tatsächlich aktiv zu werden, ist jetzt sehr stark gewachsen in der Zwischenzeit. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da über kurz oder lang was passiert. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit auf dem legalen oder auf dem Gesetzesweg bewegt. Der andere Weg ist ja der der politischen Kultur, die im Prinzip an ganz vielen Stellen des Prozesses, den Sie eben skizziert haben, Sperren einbauen könnten, wenn sich die anderen Parteien nur einig wären, wenn die zu einem demokratischen Konsens kommen würden und sagen würden, ja, wir sprechen uns so weit ab, weil wir sehen diese Gefahr und verhindern die. Für wie realistisch halten Sie das oder für wie viel wichtiger halten Sie eine Verbesserung der politischen, der demokratischen Kultur, um genau das zu verhindern, was, Quintessenz aus dem ersten Teil unseres Gesprächs, auf rein juristischen Wege eben nicht verhindert werden kann? Also ich sehe, dass es der CDU oder gerade den Landesverbänden, um die es da geht, sehr schwer fällt und die Versuchung sehr groß ist, sozusagen an diesem Weltbild festzuhalten, da gibt es irgendwie die Linksextremen und die Rechtsextremen, die sind beide gleich evil und diese Konstellation sorgt auch dafür, dass da, wo wir sind, dann immer schön die Mitte ist. Und das ist sozusagen sehr attraktiv, das sehe ich schon. Und sich davon irgendwie zu lösen und tatsächlich irgendwie zu erkennen, dass es ja nicht unbedingt immer darum geht, sich tatsächlich über Policy-Fragen einig zu werden mit dem politischen Gegner, der die Linken natürlich sind und immer sein werden für die CDU, sondern um solche, also wenn es halt um die Verfassung geht, dass man dann da schon irgendwie zusammenarbeiten muss. Und eben zum Beispiel in der Frage der Besetzung eines solchen Amtes wie der Ministerpräsidentin, aber auch in der Frage, wie man dann mit so einer Minderheitsregierungskoalition umgeht, wenn es denn da gar keine Alternative dafür gibt. Und da glaube ich, das ist noch nicht klar, wie sich da die CDU, oder ich hoffe, es ist noch nicht ganz klar, wie sich da die CDU in Thüringen entscheidet. Und überhaupt. Und auch das hängt natürlich davon ab, es hängt davon ab, wie in der Gesellschaft über diese Fragen diskutiert wird. Und ob eben diese Haltung, dass man diese Überlegungen eben im Grunde an den Sicherheitsapparat, sprich also die Verfassungsschutzbehörden auslagert und sagt, die kümmern sich darum schon und dann kommt halt die Polizei, wenn irgendwas schiefläuft. Oder ob man das anfängt, als eine zivilgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten, um die Gesellschaft selber kümmern muss. Also so eine Art ziviler Verfassungsschutz, das ist das, was wir da eigentlich im Schilde führen mit dem Projekt. Also das, und mit der Wissenschaft als Teil der Zivilgesellschaft, die sich darum kümmert, das dafür notwendige rechtswissenschaftliche Wissen bereitzustellen. Welche Möglichkeiten hätte so eine zivile Verfassungsschutzeinheit solchen Prozessen, wenn sie dann mal Realität werden, da zu intervenieren? Also wenn das Szenario, das Sie durchgespielt haben, Wirklichkeit wird, welche Möglichkeiten haben Bürger und Bürgerinnen an welcher Stelle dazu? Also in dem Moment, wo diese Szenarien Wirklichkeit werden, das ist ja, das, deswegen sind sie ja so bedrohlich, dann verringern sich die Spielräume dramatisch. Sondern es geht darum, sozusagen beim Entstehen dieser Szenarien oder bevor diese Szenarien sich realisieren, ob man dann sozusagen bewusst oder unbewusst, willentlich oder willentlich, nicht unwillentlich sozusagen mitwirkt oder mithilft durch Tun oder Unterlassen, dass sich diese Szenarien realisieren können, dass man darüber sozusagen sich über seine Optionen klarer wird. Das ist das, wovon ich hier spreche. Ich würde gerne nochmal auf das Thema demokratische Kultur zurückkommen. Sie haben ganz am Anfang
einen Begriff oder eine Formulierung gebraucht, es sei immer gute alte Tradition gewesen, dass der Landtagspräsident, die Landtagspräsidentin sich überparteilich verhalten würde, auf dem Boden der Verfassung agieren würde und damit natürlich impliziert, diese gute alte Tradition ist auch nicht mehr so präsent und so selbstverständlich. Inwieweit haben andere Prozesse dazu beigetragen, dass eigentlich dieses gemeinsame Verständnis von verfassungsrechtlichem Agieren nicht mehr gegeben ist? Also ich denke zum Beispiel, die Kritik kommt relativ häufig an die aktuelle Bundesregierung, die mit ihrer Mehrheit ein neues Wahlrecht verabschiedet hat, das einzelne Parteien der Opposition offensichtlich benachteiligt, aber es einfach durchgezogen haben, sprich Prozessfragen politisiert haben in dem Sinne. Sind das so Präzedenzfälle, die dazu führen, dass so diese gute alte Tradition eigentlich nichts mehr wert ist? Also die Verfassung besteht ja nur zum Teil aus sozusagen rechtsförmig normierten Rechtsnormen und ruht immer auf einem Boden von informellen Konventionen. Die britische Verfassung besteht überhaupt ausschließlich aus informellen Konventionen. Da gibt es sozusagen gar nichts Formalisiertes, die im Wesentlichen daraus bestehen, dass man sagt, das sind halt die Dinge, an denen wir alle ein gemeinsames Interesse haben, über unsere politischen Gegensätze hinweg. Die Verfahren und die Institutionen, und die beschädigen wir alle nicht, weil wir ja doch irgendwie alle wollen, dass das am Ende zu einem Ergebnis führt und dass sozusagen die friedliche Koexistenz von politischen Gegensätzen möglich bleibt. Und diese Konventionen, das sehen wir in ganz vielen Ländern, das sehen wir in den USA, wie plötzlich der Senat sagt, der von den Republikanern beherrschte Senat sagt, dass da so ein Kandidat von Obama für den Supreme Court dann halt mal einfach über ein Jahr lang keine Anhörung kriegt, damit man dann die Wahlen abwarten kann, die dann Trump gewinnt und man selber diese Position besetzen kann. Haben auch alle gesagt, so, wo kommt das denn her? Ja, wir können das halt, weil wir es, und da gab es so eine Konvention und dann gab es eine Partei, die gesagt hat, wir scheren uns nicht mehr um diese Konvention, wir missachten die jetzt einfach, wir schmeißen die aus dem Fenster, weil wir davon politisch profitieren. Das Ganze geht schon weit zurück in den USA. Also schon unter Reagan gab es auch so eine Konvention, dass man, oder das ist nicht mal eine Konvention, sondern so eine Art Vernunft-Regel, dass man für den Supreme Court so Middle-of-the-Road-Kandidaten nominiert, die eben für die andere Seite auch akzeptabel sind, damit es eben nicht eine politische Kontroverse gibt. Und plötzlich kommt Reagan und sagt, nee, wir nehmen einen richtigen hammerharten Hardliner und nominieren Robert Bork, so einer, wo alle schreiend aus dem Raum rauslaufen, wenn der kommt. Und den nominieren wir jetzt mal und dann schauen wir mal, was passiert. Und siehe da, die Demokraten sagen, die Demokraten rennen schreiend aus dem Raum raus und sagen, nein, wir wählen den nicht. Und dann können sie sagen, guck mal, der wählen unseren Kandidaten jetzt nicht. Das hat es ja noch nie gegeben. Und so hat sich das immer weiter zugespitzt. Aber da steckt eine Strategie dahinter. Constitutional Hardball hat es Mark Tuschnitt mal genannt. Das ist eine Strategie, eben tatsächlich diese ganzen informellen Konventionen zu nehmen und damit auch Reaktionen zu provozieren. Also sozusagen, wenn die eine Seite die bricht, dann kann die andere Seite sie auch nicht mehr halten. Das ist so ein bisschen wie im Skilift. Wenn der eine das Gefühl hat, der andere drückt, dann muss man da dagegen drücken und dann haut es beide aus dem Skilift raus. Das ist so ganz unentrinnbar. Und damit kann man spielen, ja? Damit kann man Politik machen. Und das passiert in den USA seit 30 Jahren. Und es passiert in vielen Ländern. Und bei uns fängt das halt auch an zu passieren. Mhm. Und dieses Wahlrechtsbeispiel ist möglicherweise ein Beispiel dafür. Weil das ist ja auch nicht einfach so passiert, sondern vorher hat eben die CSU über viele Jahre systematisch und gegen jedes vernünftige Argument einfach gesagt, nö, machen wir nicht mit. Wir machen hier keine Wahlrechtsreform, solange hier wir nicht genau dieselbe Zahl von Überhangmandaten einkassieren wie die ganze Zeit. Das ist die Vorgeschichte. Sozusagen hat im Skilift gedrückt, haben die anderen halt dagegen gedrückt, alle fliegen aus dem Lift. Das Interessante ist ja, dass man zunächst mal sagen könnte, gut, diese Prozesse spiegeln auch eine Polarisierung in der Gesellschaft wider, eine Radikalisierung innerhalb der Gesellschaft. Sie führen aber, und das finde ich ja die Pointe ihrer Szenarien, sie führen zu institutionellen Realitäten, die ihrerseits wieder genutzt werden können, propagandistisch, um diese Polarisierung in der Bevölkerung voranzutreiben. Also es ist eigentlich so ist damit ein Teufelskreis in Bewegung gesetzt, aus dem man kaum noch rauskommt. Genau. Und da steckt Methode dahinter. Ja. Das ist das, was passiert, wenn man sozusagen das Verhältnis von Prämisse und Schlussfolgerungen umdreht. Also wenn man nicht mehr sagt, meine Ermächtigung ist die Schlussfolgerung aus den Verfahren der Verfassung, sondern wenn man umgekehrt sagt,
meine Ermächtigung ist die Prämisse und die Schlussfolgerung ist, was kann ich denn mit diesem Verfahren der Verfassung dafür alles Interessantes machen. Wenn man das mal macht, das ist sozusagen der Kern des autoritär-populistischen Narrativs, dann ergibt sich alles Weitere daraus. So, wir reden jetzt aber die ganze Zeit darüber, eine Partei in Thüringen, die als gesichert rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingeschätzt wird, von der Macht fernzuhalten, oder wir reden über unsere Ohnmacht, das in letzter Konsequenz mit den bestehenden Prozeduren zu tun. Sie haben es an einer Stelle kurz angesprochen und auch schon angedeutet, wie Ihre Haltung dazu ist. Aber man muss sich ja schon fragen, warum grenzen wir solche offensichtlichen Feinde der Verfassung aus dem demokratischen Prozess nicht aus? Sprich, auch der Spiegel hat es ja in dieser Woche groß getitelt. Wie halten wir es mit einem möglichen Parteiverbot der AfD? Was spricht dafür? Was spricht aber wahrscheinlich aus Ihrer Sicht noch vehementer dagegen? Also ich habe tatsächlich da jetzt nicht in erster Linie eine ganz bestimmte Organisation im Auge, sondern ich habe Praktiken im Auge. Und es ist nicht notwendigerweise so, dass es unbedingt immer die AfD ist, die diese Praktiken praktiziert, ne? Also das können andere auch. Und deswegen glaube ich, macht man sich es auch zu einfach, wenn man immer nur sagt, da gibt es jetzt hier die AfD und die ist ganz, ganz schlimm, ohne dass ich dem natürlich widersprechen würde. Also das ist überhaupt nicht mein Punkt. Sondern wenn man sozusagen das eben, wenn man sich darauf beschränkt, zu sagen, hier ist sozusagen ein Akteur und wenn wir, solange wir den irgendwie im Griff behalten, ist alles andere gut. Ich könnte mir eine große Koalition auf Landesebene vorstellen. Ich könnte mir viele Dinge vorstellen. Man muss sich auch vor Augen führen. Also in Ungarn war es eben gerade nicht die rechtsextreme Jobbik-Partei, die am Ende diese Sachen gemacht hat, sondern es war die Fidesz-Partei. Das war das, was mal bei uns die CDU war. Ne? Das muss man sich klar machen. Die Tories in UK sind das Problem, nicht UKIP. Die Republikaner sind das Problem in Amerika, nicht, ich weiß gar nicht, was, die White Supremacists oder wer immer, der Aryan Brotherhood oder so, sind natürlich auch das Problem oder sind definitiv das Problem. Aber nicht im Hinblick darauf, auf diese Verfassungsmissbrauchsszenarien. Und insofern, sich auf die AfD zu verengen, glaube ich, da ist etwas, was zu kurz gesprungen ist. Ohne dass ich daraus schon ableite, das braucht es alles gar nicht mit dem Parteiverbotsverfahren. Ich sehe schon sozusagen, es hat schon seine guten Argumente dafür, dass man tatsächlich da auch mit repressiven Mitteln gegen solche Organisationen vorgehen kann und auch sollte. Es ist aber trotzdem eine sehr, sehr schwierige Abwägungsentscheidung, die aber im Wesentlichen politischer Natur ist. Es hat halt einen hohen politischen Preis, wenn man eine Partei, die in Teilen von Thüringen 40, 50, 60% hinter sich hat, plötzlich, wenn man da die Polizei kommen lässt, um die zu unterdrücken, ne? Also was da dann alles draus folgen kann, da kann man sich schreckliche Sachen vorstellen. Und auf der anderen Seite, wenn man das nicht tut, kann man sich auch schreckliche Sachen vorstellen und deswegen ist es so schwer.